Willkommen zum allerbesten Spiel der Welt mit meiner wunderschönen, geliebten Quantilla. Hallo. Und Quantilla, was haben wir hier oben? Etwas Neues hat das Licht der Welt erblickt. Hatte ich nicht schöner zum OP und die ist daneben gegangen? Oder? Ich sehe dich gar nicht. Bei mir sehe ich da unten nur so ein kleiner, fetter Pixelklumpen. Könntest du sein. Shut up. Ja, wir haben hier eine Tourette. Stehst du in meiner Errungenschaft, ja? Habe ich die gebaut im Schlaf? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Genau so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ja, so war es wahrscheinlich wirklich. Ich habe schlecht geträumt und irgendwie habe ich auch von der Autoturret geträumt. Könnte sein, dass ich die im Schlaf gebaut habe. Die Chancen sind hoch, oder? Ja, nee. Das ist alles hier. Die Steinmauern, die wir jetzt haben hier. Oh, Steinmauern? Steinmauern neben dem großen Tor, das auch hier steht, ja. Oh mein Gott, wir sind ja richtig fortschrittlich. Steinmauern, dann hier vorne zusätzliche Sicherheitseingänge. Aber das hier ist doch gar kein Eingang, oder? Nee, irgendeiner ist fake. Ja, das ist, damit es einfach gleich im Design ist und der ist fake. Und dahinter ist der Zonk. Da will ich noch eigentlich einen Dilo reinstellen. Da willst du einen Dilo reinstellen, wirklich? Den du Zonk nennst? Ein Dodo wäre doch besser, oder? Wäre nicht ein Dodo geiler? Oder ein Dodo namens Nietzsche? Okay, dann eben Dilo. Aber so einen, der total auf Schaden ist, weißt du, so 1200% Schaden, der dich einmal anspuckt und das frisst alles weg. Die ganze Rüstung ist Schrott. Wäre doch super. Weil die kannst du immer noch extrem hochleveln, die Dildos. Ja, der hier, fast 600 Schaden. Ja gut, aber ein Pike-Ding. Ja komm schon, aber der erste Spucker, weißt du, das ist entscheidend, der erste Spucker. Das geht fies ins Auge und dann bist du total erledigt, weißt du, du bist blind, hast diesen Schlodder im Gesicht. Und Mann, ich finde... Stehen drauf. Was? Achso. Aha, ja. Keine Schlafzimmergeschichten. Ja, wir haben darüber gesprochen. Keine... Ja, es tut mir leid. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, er macht mehr Schaden als ein Säbelzahntiger. Denn der wurde ja extrem genervt. Keine Ahnung, was damit ist im Prozent. Ich habe es noch nicht verstanden. Naja, es muss irgendeinen Basiswert geben. Und darauf dann eben die Prozente. Weil, sind wir uns sicher, ein T-Rex mit 200% macht mehr Schaden als ein Dildo mit 800%. Ist ja ganz klar, oder? Ja, ist ja, muss ja so sein. Ja, also muss es irgendeinen Basiswert geben. Nur leider weiß niemand den Basiswert, wie es scheint. Wir wissen es nicht. Wir werden sicher eines Besseres belehrt werden. Jetzt kommen die Kommentare. Der Basiswert, ihr wisst das nicht. Den weiß doch jeder. Es tut uns leid. Mein vierjähriger Bruder hat's rausgefunden. Er ist ein Mathe-Genie. Ups. Wer nennt denn seinen Vogel bitteschön Hope? Ich hab keine Ahnung. Es ist so ein schwuler Name. Kannst du mich zur Insel rüberfliegen? Flieg mich mal zur Insel rüber. Weil ich gehe heute... Das war ja daneben. Wie kann man mich nicht treffen? Ich bin so muskulös. Jesus Christ. Guckt ihn euch an, der schwarze Mann ist gut gebaut. Sehr gut gebaut. Es gibt Dinge, die wollen wir nicht wissen. Dinge, die Geheimnisse bleiben sollen. Ist Hope ein Weibchen? Weiß man das? Boah, meine Ausdauer geht runter mit dir, ist ja Wahnsinn. Ja, weil der schlecht gelevelt ist. Der ist schlecht gelevelt. Ey, ich brauch einen. Ich muss einen Vogel suchen für mich. Ja, dann such dir doch einen. Kannst du ja heute machen. Ja, mach ich auch. Ja, mach ich auch. Da bist du auf der Insel genau richtig. Da gibt's Vögel ohne Ende. High-Level-Vögel. Vogel Level 40 plus. Schon sicher, also aber kurze Landung hier. Mit dir. Gepäck ist ja. Boah, ich sehe gut aus heute. Du bist ja immer trinken, je. Das bist du gewohnt. Ich kann nicht ertrinken. Ich will heute ein Hai. Ich hol mir heute ein Hai und schon wieder. Ich habe einen Hai gezähmt und den hast du auf dem Gewissen. Ich habe. Ja, wer waren das? Wir hatten zwei. Wir hatten zwei Haie. Zwei. Und alle sind tot. Ja, nicht meine Schuld. Wer war's dann? Mir hat gesagt, ups. Wann habe ich das letzte Tier umgebracht? Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, die Liste ist so lang. So lange ich habe total die Übersicht verloren. Mhm. Ich meine, wer hat meinen Red Flipper getötet? Wer war das? Keine Ahnung. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Wann habe ich denn bitte schön mal irgendwas wieder umgebracht? Das ist ja wirklich schon Jahre her. Ja, du, ist sogar Excel hat aufgegeben, weil die Liste so lang wurde. Nein. Ich habe schon ewig, wirklich ewig, nichts mehr auf dem Gewissen. Ewig. Naja, bald ist es wieder soweit. Deswegen willst du ein neues Tier? Was ist mit diesem neuen Dino?
Erinnerst du dich an Donnerschlag, diesen gut aussehenden, treuherzigen Flugdino? Erinnerst aber du dich an den? Immer über alte Zeit. Ja, weil, siehst du, jetzt kommt es auf einmal mit. Alles ja, davor, ich habe nie was getötet, aber Donnerschlag, ja. Er ist edel im Kampf gestorben. Absolut. Ist er nicht? Natürlich. So, hier drüben sehen wir das Unterwasser-Dino-Gehege. Marke Kies. Und da möchte, ich bitte reingeworfen werden. Ja, genau, stopp. Und perfekt. Yes. So, 20 Euro macht das. Yes, 49. Flugtaxi. Labras. Aber es ist nicht meins, weißt du? Und das ärgert mich ein bisschen. Labras? Lappen? Ja, Labras. Kennt man den Namen, oder? Pokémon. Achso, da bin ich nicht so up to date. Aber ein Labras sieht doch gar nicht aus wie ein fucking Delfin. Das würde zum Blasius passen. Er hat Blasius gesagt. Er hat Blasen in einem Dino-Namen verwendet. Ah. Die Folge ist gerettet. Danke, super. Quantum. 1000 Likes. Super, dass ich das Spyglas mit habe. Im Nebel. Jesus Christ. Ich find's irgendwie merkwürdig, dass Unterwasser Nebel ist. Wieso zur Hölle ist denn bitteschön Unterwasser Nebel? Ich meine, das ergibt keinen Sinn. Vogel. Ich brauche doch mal den Monitor. Ach, du siehst den Nebel nicht. Doch. Also, dann haben wir beide dreckige Monitore. Hier drüben wäre ein Kano. Willst du ein Kano? Nee, ich will einen Vogel. Hier sind doch dauernd Vögel. Ja, aber ich will mal ein hohes Level. Ich habe das höchste, was ich gesehen habe, war Level 60. Ich würde ja ganz gerne jetzt hier auf Unterwasserabenteuer gehen, aber irgendwie. Hier ist nichts. Gar nichts. Ich sehe nichts wegen dem Nebel. Wahrscheinlich ist hier richtig viel. Ich will so ein Plesiosaurus. Ich wünschte, man könnte das Spyglass auf dem Vogel verwenden. Boah, hier drüben ist die Alienwand. Okay, warte mal. Ich brauche erstmal wieder ein bisschen Luft. Ich hol mal einen Crop Plot aus einem Loot Crate. Haben wir nicht genug? Metal Foundation. Blueprint. Wow. Oh. Ich find's auch scheiße, dass in den roten auch nur noch Dreck ist. Ich meine, ich kann's verstehen, wenn in Blau Dreck drin ist, ja? Kann ich verstehen. Lila würde ich mir auch noch einreden lassen, aber Gelb hätte man schon sagen können, okay, jetzt langsam findet man wenigstens mal ein bisschen Werkzeug oder Munition. In den roten sollte schon was Schönes drin sein. Ich meine, das Waffen Beste gibt's schon hin und wieder. Ja, aber die Munition müsste man mal auch ein bisschen reinmischen. Was bringt dir denn eine Waffe ohne Munition? Ich glaube, die Munition haben sie im letzten Ding ein bisschen jetzt. Ich glaube, einmal herstellen ist zwei Kugeln. Ist der Nebel weg? Jupp. Jo. Alles klar, dann gehe ich jetzt auf die Suche nach dem wunderschönen Blasiosaurus. Hier sind nur Kanos und keine. Jesus Christ. Hier unten sind Perlen. Bleib ja hier, Vieh. Wenn du mich jetzt hängen lässt. Ein richtiges Problem. So, ich habe erstmal ein paar Perlen mitgenommen. Brauchen wir die noch oder sind Perlen schon wieder out? Nee. Perlen brauchen wir wie Sand am Meer. Perlen ist das neue. Nee, eigentlich braucht man permanent von irgendwas. Außer Heid. Außer Heid. Ich meine, ja. Du kriegst Heid ohne Ende und brauchst eigentlich nicht wirklich viel Heid. Du kannst ohne Heid leben. Nee. Klar, du findest bisschen so viel. Ja, ein bisschen, aber du findest so viel Heizsachen auch in den Dingern drin. Wenn du irgendwas findest, wenn du irgendwann mal wieder einen Gegenstand findest, ist es meistens irgendwas aus Heiz. Sattel, Rüstung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist er. Oh, er greift mich an. Wer ist da? Der Blazy. Der Blazy? Boah, der sieht richtig gefährlich aus. Oh, jetzt kann ich ihn nach oben ziehen? Kann ich ihn nach oben ziehen? Jetzt hat er wieder Angst. Komm schon, folge mir, Blazy. Folge mir. Diese zittrige Stimme plötzlich. Quenny, wo bist du? Quenny. Oh mein Gott, er bringt mich um, Quenny. Ich sehe nur Haie. Ich habe keine Ahnung. Oh, der ist aber extrem langsam. Warte, ich muss den hochziehen irgendwie. Ich dachte, der kommt nicht hoch. Der kommt hoch, der schwimmt hoch. Jetzt habe ich ihn verloren, weil hier unten ist so eine Suppe. Ah, hier drüben. Ich habe ihn wieder, aber der ist gar nicht groß. Der ist so groß wie ein Hai. Der ist so groß wie ein Hai. Vielleicht ein bisschen längerer Hals. Jetzt komm schon,
Hol dir den leckeren Delfin. Hol ihn dir. Guck mal hier. Opferst du gerade wieder einen Delfin? Er taucht weißt du, wie viele Leute geschrieben haben, das ist kein Delfin? Oh ja, ich weiß. Eigentlich ist es ein Dinosaurier und hat nichts mit dem Delfin zu tun. Ist sogar mir doch egal. Die Entwickler haben geschrieben, dass es ein Delfin ist. Es ist ein Delfin. Wir haben einen Delfin. Der taucht aber immer wieder ab. Ich kann ihn irgendwie nicht hochziehen. Es wird immer Flipper sein. Ganz egal, was ihr sagt. Sag bloß, wir müssen ihn unter Wasser K.O. schlagen. Ja, wahrscheinlich. Unter Wasser ein paar Stunden verbringen. Der ist gar nicht so weit tief unten. Es geht eigentlich. Ja, kann für mich ist leider unmöglich. Ich brauche einen Vogel. Und hier ist kein Vogel. Hier sind nur Geier. Kanus. Nee, er bleibt irgendwie unten. Er taucht nicht auf. Aber wie soll ich ihn betäuben? Wie soll ich das machen? Ich meine, das ist unmöglich. Du kannst unter Wasser keinen Bogen verwenden. Und er sieht nicht so aus, als könnte man ihn füttern. Oder kann man ihn doch füttern? Weißt du das? Ja, wenn du nah genug rankommst, gibt es eine Option oder nicht? Ich traue mich nicht, weil wenn ich absteige, dann verjagt er vielleicht den Delfin und dann ertrinke ich da unten jämmerlich. Ja, no risk, no fun. Wenn ich ertrinke, bist du schuld. An deiner Stelle will ich es probieren. Ich werde es probieren. Ey, du bist schuld, ja? Vertrau mir. Du willst nur, dass ich auch wieder ein Tier auf dem Gewissen habe. Vertrau mir. Ich vertraue dir einen Scheiß. Ja, komm schon. Ich vertraue dir nicht. Brauchen wir noch Öl? Immer. Okay, ich hole mal ein bisschen Öl. Level 8. 10 Öl, ja. Wahnsinn. 10 ist doch alles für ein Popo. Oh shit. Mhm. Er greift mich an. Oh oh, RIP. Welchen Fisch hast du? Oh, der Fisch ist halb tot. Krass, wie viel Schaden der macht. Oh, ich seh's kommen. Aber nein, man kann ihn nicht füttern. Eben gerade war ich dran, man kann ihn nicht füttern. Ich habe keine Ahnung, wie man den zähmen soll. Mit den Fäusten. Da brauchen wir ein ganzes Team. Und wir alle boxen auf ihn ein und dann muss man immer wieder runter, füttern, betäuben. Ey, das ist so nervig. Ich sehe schon kommen. Oh, hier drüben ist ein schöner Vogel. Immer wieder runtertauchen, ja. In so einem Dunkelrot. Der sieht echt schick aus. Der wäre was für dich. Aber ich habe keine Ahnung, welches Level. Aber der sieht gut aus. Ich glaube, ich hole mir ein Hai. Ich glaube, ein Hai wäre jetzt ganz sinnvoll. Oder was meinst du, ein Hai? Naja, für die 5 Minuten, wo er lebt, ich weiß nicht. Wir haben eine Unterwasserbox, hallo. Passt der Hai rein überhaupt? Der Hai passt rein, das ist das größte Gate. Ah ja, das wurde gepatcht, ne? Die passen, die Delfine passen jetzt, ja, ich sag absichtlich Delfine. Delfine passen jetzt ins Normale auch wieder rein. Und die Hai aber nicht, ne? Ne, die Hai nicht. Scheiße, hätte ich das gewusst? Ein Tag warten für den Patch. Ja, es kommt jeden Tag ein Patch, das kann doch keiner ahnen. So, hier habe ich einen Hai, den ziehe ich jetzt mal an Land. Mit meinem wunderschönen Flippy. So, wir parken dich mal hier. Stehen. Alles klar, komm zu Daddy Hai, komm zu Daddy. Oh, hier ist noch ein Itchy. Aber den will ich nicht, ich will den Hai. Komm hier drüben hin, Hai. Guck mal hier, lecker, lecker, lecker Kies. Oh, ein roter Hai. Schön blutrot, der gefällt mir. Den will ich haben. Und da kommt schon der nächste. Und der nächste. Fuck, wie viele sind hier? Level 28, du gefällst mir. Landet der nicht. Das glaub ich auch einfach nicht. Okay. Warum müssen die hohen Level-Viecher immer dort sein, wo 40.000 Rexes sind? Ich brauche Betäubungsmunition. Hier sind ein bisschen zu viele Haie. Komm du zu mir. Ja, der Level 28er, du siehst willig aus. Oh, der ist ein Level 40er. In blau. Auch verlockend. Immer schön aufs Auge geben. Irgendwann liegt er. Komm schon. Bam, bam, bam. Was denkst du, wie viele Schläge er braucht, bis er benommen ist? Ich hab keine Ahnung. Ich hab gerade was betäubt. Ja, wo ist denn jetzt der Vogel hin? Mach mich nicht schwach. Alles gut. Alles klar. Ich habe ihn hier voll gut im Schach. Das wird Quantums Liebling. Ich werde meinen eigenen Hai haben. So werde ich ihn nennen.
Deine Mama wird stolz auf mich sein. Ja, da habe ich mich auch gut vorbereitet. Kein Fleisch. Prime Meat. What? Was? What? Ich wusste es wieder in der Aufnahme. Wieder der Beweis. Yo, aber nicht. What? Was? Zieh das mal rein. Der Hai macht eine Kerze. Ich fass es nicht. Was zur Hölle ist hier los? Wie viele Beweise braucht es noch? Ich komm nicht mal den Sattel. Der Hai hat den Sattel gefressen. Hast du Betäubungspfeile dabei? Ja, aber ich bin gerade hier selber beim Betäuben. Der ist doch schon betäubt. Ja, ein Lapras ist ja easy zu holen. Da hole ich dir 20. Guck mal, hier drüben ist ein Level 46er. Da freut er sich. Oh mein Gott. Ey, was ist das auch? Zieh dir mal die Haie rein. Oh, ja. Da freust du dich, ne? Ich hab's geahnt und es ist passiert. Ich sag's dir, wie viele Tiere du schon gekillt hast. Man kann es gar nicht an einer Hand abzählen. Es ist auf Video, es kommt auf YouTube. Keine wie Bank. Heißt die Folge? Tiermörder Kies? Ja, so in der Richtung. Unbelievable. Hier sind ganz viele Haie. Gib mir mal bitte Betäubungspfeile. So, ich bin ganz woanders, mein Freund. Du bist doch auf der Insel, oder nicht? Nein, bin ich nicht. Wo dann? Gibt's nur Guy. Zurück am Land wieder. Jetzt bin ich hier komplett allein. Ohne Rückfahrtticket. Wie soll ich denn den betäuben? Gibt's keine Chance. Muss erstmal was zu essen finden. Oh mein Gott, das dauert mit dem hohen Level hier. Ist, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich. Hast du denn Raw Prime Meat? Wahrscheinlich nicht. Nee, natürlich nicht. Ich bin ja mit dem Vogel unterwegs. Das ist wieder eine... Ja, wir sind echt... Wow. Helden des Alltags. Helden der Situation. Aber wenigstens habe ich den Blasius gesehen. Oh, shit. Lass mal was zu essen finden. Ich verhungere hier gerade ziemlich unschön. Jetzt finde ich Steine. Ah, ich habe den Vogel getötet. Unabsichtlich. Aha, ist in der Aufnahme drin. Ist in der Aufnahme drin. Ja, aber der war noch gar nicht gezählt. Hier ist doch egal. Nee, das zählt nicht. Natürlich. Das zählt gar nicht. Jetzt komm mal rüber, hier sind genügend Vögel. Komm mal rüber. Lass mal ein Hai sehen. Ja, nee, ich war schlecht vorbereitet, das gebe ich zu. Ich hätte was drumherum aufbauen sollen. Außerdem wollte ich den eh nicht. Ich will einen Level 60er, mindestens. Den wollte ich, hätte ihn sowieso getötet. Ja, komm mal her, wir holen uns hier diesen dicken, fetten Hai. Doch, ich will nicht mit dir einen Hai zähmen. Der hat doch... Diese Level 40, Level 40 High, Level 40 High, sexy High, sexy High, High, das High, mich nicht. Level 40, sexy. Überhaupt nicht, ne, unsexy. Der wird nie bewusstlos mit bloßen Fäusten. Ich schlag mich eher tot, als dass der bewusstlos wird. Und du hast alle Munition, die wir hatten. Was redest du? Mann, der backt hier schön fest. Weißt du, den könnten wir jetzt perfekt sehen. Also komm mal schnell rüber, schnell ich auf die Insel. Ich kann nur kurz helfen und dann bin ich wieder weg. Ja, mach das. Ich bin mein... Beeil dich. Vogel. Beeil dich. Noch habe ich ihn hier unter Kontrolle. Wo bist du denn da? Da, wo wir die Itchies gezähmt haben. Bei den Lagerfeuern. Der ist ja fast am Strand. Ja, das ist ja das Gute. Level 40! Ja, wow. Der wird niemals sterben, ich sag's euch. Ich sag's euch, der wird niemals sterben. Ist ein Heil für die Ewigkeit. Was willst du denn jetzt von mir? Ja, betäub ihn. Knock ihn aus. Gib ihm Zucker. Oh, ja, gut so. Ja, stell ich genau in meine Schussrichtung. Ich wollte mal gucken, ob ich sie mitnehmen kann. Nicht, dass ich dich absichtlich treffe, weißt du? Ja, was ist denn mit dem Typen? Ne, der ist Level 40, der verträgt einiges. Habe ich keine Pfeile mehr? Ja. Dieser Hai ist aus Russland. Er mag sehr gerne Wodka. Boah, Kumpel. Nochmal boxen? Ich trau mich nicht. Ich habe noch 5. 6. 5. Ey, das gibt es nicht. Echt jetzt? Im Ernst? 3. Komm schon, was kann der denn wegstecken? Und das war der letzte. Echt jetzt?
Nee, wie viele? Meine Güte. Kannst du ein bisschen boxen, weil ich habe nicht so viel Lebensenergie. Alter! Doch nicht so! Ich habe einmal zugeschlagen. Oh mein Gott! Oh Gott! Das war too much. Ich sagte mit der Faust, nicht mit deinem fetten Hintern. Scheiße, ich glaub das nicht. Und jetzt kommen die anderen Haie und konsumieren ihn weg, oder was? Das ist einfach dein Karma, bei dir stirbt einfach alles weg immer. Sagt der, der den Vogel da drüben schon gekillt hat. Naja, das war... Wie gesagt, das wollte ich sowieso nicht. Den wolltest du? Du hast dich total gefreut. Ja, yeah, ich habe meinen Vogel. Schaut ihn euch an. Nimm mich mit. Was, wohin denn schon wieder? Ja, keine Ahnung. Da, wo du hingehst. Ich will nicht alleine sein hier auf dieser Insel. Die ist total unheimlich. Da stirbt alles. Mit dir stirbt hier alles. Mit mir? Nein, nein. Das ist irgendwie... Ich glaube, das war ein Bug. Ich glaube, die Insel hat einen fiesen Bug. Einen richtig fiesen Bug. Irgendwas... Ich weiß nicht, die Insel ist kaputt. Du hast drei Tiere in dieser Aufnahme getötet. Ja, aber der Insel, du hast es gesehen, die war, da hat's geruckelt. Mhm. Ich meine, die Haie, die sind so komisch an Land gegangen. Normalerweise, das haben die wahrscheinlich gepatcht, ja. Normalerweise war das doch dieser sichere Punkt, wo Haie gar nicht hin können. Hast du ja gesehen, der ging ja auch nicht mehr weg. Der hatte so viel... Mhm. Naja, weiter? Ja, also, der hat so viel Betäubung weggesteckt, weißt du? Das war kein gewöhnlicher Hai. Das haben wir alle gesehen, oder? Es war kein gewöhnlicher Hai. Dieser Hai hatte irgendwelche Kräfte. Wo geht's denn jetzt hin? Ach, wieder in die Basis? Ich weiß nicht, wo du hin willst. Na, dann gehe ich in die Basis. Nee, ist schon. Ich habe keine Betäubungsfalle mehr. Die gingen ja alle für den Hai drauf. Aber du hast ihn auch getötet. Einmal gestreichelt habe. Gestreichelt. Mit der Poperze. Aber hingetwerkt. Ja, aber twerken kann bei dir irgendwie Atomexplosion auslösen. Doch. Pass auf, wo ich dich absetze, okay? Ich bin halb tot. Reicht. Okay. Ausnahmsweise. Keine Spielereien hier. Ja, ja. Ja gut, wir haben viel geschafft in der Aufnahme, muss ich sagen. Das war wieder... Wir waren, doch, muss man schon sagen. War absolut grandios. War echt nicht schlecht, also... Ne, Hut ab. Hut ab. Hier sehen wir mal die Beleuchtung. Hatten wir die schon mal in der Aufnahme? Ich glaube nicht, ne? Hat man noch nie gesehen. Sexy. Ist schon geil, da sieht man. Hab ich wirklich so viel im Schlaf geschafft? Aber da sieht man schon, ja, wir sind mittlerweile wirklich bonzenreich. Gut aussehend, verwöhnt. Wir haben alles. Alles, was sich ein Mädchen nur wünschen kann. Alles für meine Geliebte. Wieso? Ich mach mir alles selbst. Mit Betonung auf alles. Traurig. Ja, wenn es der Mann halt nicht mehr so kann. Warum ist hier eigentlich so stark die Beleuchtung außerhalb? Haben wir hier irgendwo noch eine rumstehen? Hier steht noch eine. Eine steht hier und eine ist hier drinnen, ja. Und die leuchten so krass durch. Auch leuchtet, ja. Naja. Ist doch super. Naja, ich gehe jetzt rüber. Fleisch grillen. Dann hole ich mir ganz viele kleine Itchies. Ja, das war gerade wieder eine Update-Folge, weil in 20 Minuten in Ark... Da reißt du ja auch nix. Ich meine, Blesius 10 mal ein Blesius, das dauert 4 Stunden. Das ist 4 Stunden Auf- und Abtauchen. Ja, mach halt eine 4-Stunden-Aufnahme. Kann ja jeder. Gut, in der nächsten Folge haben wir vielleicht den Blesius, dann gehen wir mit dem Blesius schwimmen. Und ich habe Quantums Liebling. Quantums der ist aber dann Liebling. Reserviert. So nennst du den Quantums Liebling? Ja. Dann nenne ich meinen... Na, lasst euch überraschen, ich habe schon so eine Idee. Bald tot. Wow. Freundet euch lieber nicht zu sehr mit irgendwas hier drin an, denn in der nächsten Folge ist es tot. Aber ich muss betonen, Red Flipper und Itchy haben wir nicht getötet. Hast du Itchy getötet? Nee, ne? Wer hat die denn getötet? Wir hatten Delfine in der letzten Folge. Wer hat die getötet? Ich weiß es nicht. Na, egal. Die halten doch nichts aus, nee, oder? Es gibt einen Bug. Einer wurde getötet, weil jemand damit in eine Unterwasserhöhle reingeht, aber die sterben dann irgendwie instant. Was? Wenn du in eine Unterwasserhöhle mit Flipper rein... Dann, okay. Ich glaube, das war eine Unterwasserhöhle, wo der gestorben ist. Das erklärt einiges. Das sah mir nach Unterwasserhöhle aus. Also, ja.
Das könnte dir passiert sein, ne? Ja, da war so eine Strandunterwasserhöhle. Ah, ja. Ich habe noch gedacht, hey, die kleine Höhle, da parkst du ihn und dann... Ich weiß nicht, warum beim Text aber stand, dass er von einem Hai getötet worden ist. Das ist Teil des Bugs, weißt du? Der Hai... Ach, das Spiel erkennt das, die Höhle als Hai? Ja, genau, weißt du? Ach so. Der Hai hat sich so halb im Sand vergraben, das Maul so weit aufgemacht, wie es geht, und hat so getan, als wäre eine Höhle. Und ich dachte mir, hey, sieht gut aus, schwimmst du mal rein. Und also du bist auf einen Hai reingefallen, würdest du mir das damit sagen? Nee, das ist ja ein Bug, weißt du, die Entwickler also, haben das so clever gemacht mit Steinen und richtig krass. Also kannst du nicht unterscheiden, das ist wirklich top Arbeit. Da hast du keine Chance, Also wir halten nochmal fest, 3 tote Tiere, kein Fortschritt und aber ein Update, wie es hier aussieht, also wir sind fleißig, so ist es nicht. Wann raiden wir? Das ist ja die große Frage. Wann wird geraidet? Ja, wenn wir Sprengstoff haben. Wann haben wir Sprengstoff? Dazu müssen wir noch ein paar Tage farmen. Okay. Gut. Dann haben wir ungefähr vielleicht 10, 20 C4, mit denen wir nicht weiterkommen. Ich würde sagen, wir brauchen ungefähr 100. Wie sehen die gegnerischen Basen aus? Sind das nicht schon irgendwie riesige Metallkonstrukte? Eben deswegen brauchen wir C4. Wir wollen ja nicht hier, wir wollen ja die Großen. Ja, wir wollen die Großen, die Kleinen. Und das sind, kannst du mindestens 10 Metalltüren rechnen und ja. Wow. Und Raketenwerfer wäre vielleicht ganz gut, oder? Ich meine, damit kann man immer noch, glaube ich, die Inneneinrichtung demolieren. Geht das noch? Oder wurde das rausgepatcht? Wie, von außen? Ja. Oder was? Ja, einfach bam, alles weg, Schränke, alles weg, alles pulverisiert, was er eins hatte. Ich glaube, hatte. Das wurde gepatcht, bin mir nicht sicher. Nun, aber das gut. Ist noch viel teurer. C4 ist billiger als Raketenwerfermunition. Ich glaube schon. Raketenwerfermunition macht mehr Schaden, weißt du das? Nee, macht, glaube ich, weniger Schaden. Aber ist eben so ein bisschen mobiler. Tja, aber soll sich nicht so lohnen. Wie gesagt, C4 super. Oder halt Unmengen von Granaten herstellen. Ist halt weniger Aufwand, aber dazu müssen aber ich wir glaube, ganz viel in der Masse, fahren. In der Masse sind die Granaten besser. Also wenn man wirklich... Es ist weniger Kosten. Genau deswegen. Ich glaube, so im Großen und Ganzen kommen wir besser irgendwie mit den Granaten davon. Also wenn wir jetzt Öl farmen... Oh! Also, oh. Ich dachte ein Tier. Was ist denn Onyx? Fledermaus? Ja, anscheinend war in der Höhle. Onyx. Viele Tote. Sehr, sehr schön. Alle auf unserer Seite. Gut. Wann sterben endlich die Gegner, Kies? Ich kann es euch vielleicht in der nächsten Folge beantworten. Wie immer, danke fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!